Lorelei träumt Farben. Nach dem gleichnamigen Buch von Karen Leonhardt und Jürgen Unruh. Im Hühnerstall sitzt Lorelei. Sie legt dort jeden Tag ein Ei. Am Montag genießt sie voller Wonne die warme, angenehme Sonne. Und schwupps liegt plötzlich einfach so ein sonnengelbes Ei im Stroh. Am Dienstag, ich erzähl euch das, träumt Lorelei vom grünen Gras. Und schwupps liegt plötzlich einfach so ein leuchtend grünes Ei im Stroh. Am Mittwoch kommt das Huhn ins Schwitzen, da will es nur im Schatten sitzen. Der Lorelei ist wirklich heiß, sie träumt nun schon von Schnee und Eis. Und schwupps liegt plötzlich einfach so ein schönes weißes Ei im Stroh. Am Donnerstag und Freitag dann sind noch mal andere Farben dran. Rot, lila, braun und auch mal blau, wovon Lorelei träumt, weiß niemand so genau. Nur sonntags legt sie gar kein Ei, da macht das Huhn ganz einfach frei. Und während im Stall die Hühner ruhen, hat Bauer Huber viel zu tun. Er mistet aus, sortiert und fegt, damit Lorelei bald wieder Eier legt.